Ein neuer Tag bricht an. Perrine war gestern Abend nach der harten Arbeit in der Fabrik noch ein wenig spazieren gegangen, hatte sich ins Gras gelegt und war fest eingeschlafen. Baron natürlich auch. Lass das, Baron. Ich bin ja schon wach. Du dummer Kerl! Ist das nicht wunderschön hier, Baron? Guck mal, Baron, da drüben ist eine Hütte. Komm, da gehen wir mal rein. Du bist doch auch ein bisschen neugierig, nicht wahr, Baron? Aber wie kommen wir da ohne Brücke rüber? Ich springe einfach rüber. Das schaffe ich nicht, da falle ich ins Wasser. Was ist denn los, Baron? Ja, einfach großartig, was du da entdeckt hast. Ich habe zwar ein bisschen Angst, aber ich versuche es. Ist das nicht wunderschön hier drin? Ach, Baron! Hier ist es schön, hier ist es schön, hier ist es schön! In diese Hütte habe ich mich auf den ersten Blick verliebt. Und wie gut man hier liegt, bei Madame Belle ist es bestimmt nicht so. Die Hütte scheint unbenutzt zu sein. Was hältst du davon, wenn wir hier zusammen wohnen? Hm? Hier ist es viel besser als bei der abscheulichen Madame Belle. Es wird natürlich mit ein paar Unbequemlichkeiten verbunden sein, aber dafür haben wir die gute Luft. Ich meine, du läufst doch bestimmt auch viel lieber hier draußen frei herum, als ständig im Hinterhof angebunden zu sein, nicht wahr? Ich könnte schon wieder schlafen. Und du kannst nicht mit, du musst hier bleiben. Wenn Feierabend in der Fabrik ist, komme ich sofort wieder her. Du kannst dich fest darauf verlassen, dass ich zurückkomme. Ich lasse dir auch ein Stück Brot da. Komm, fang! So,
sei schön brav und warte auf mich, hörst du? Ich hab dich zweimal gerufen. Hast du mich denn nicht gehört? Entschuldige bitte, Rosalie. Ich habe gerade über was nachgedacht. Perrine hätte das Rufen ihrer Freundin natürlich hören können. Doch manchmal vergisst sie einfach noch, dass sie den Namen Aurélie angenommen hat. Guten Morgen, Monsieur Beffon. Guten Morgen, Monsieur Direkteur. Monsieur le Directeur, guten Morgen. Guten Morgen, Monsieur Beffron. Monsieur Beffron, guten Morgen. Guten Morgen, Monsieur Beffron. Monsieur le Directeur. Trotzdem Monsieur Beffron nicht mehr sehen kann, ist er aber immer der Erste im Büro. Das ist er. Worüber hast du denn eben nachgedacht? Ach, über was ganz Tolles. Und was ist das? Kennst du den großen, schönen Teich vor der Stadt? Ja, den kenne ich. Was ist damit? Da bin ich heute Morgen gewesen. Da steht auf einer kleinen Insel eine Hütte. Eine Hütte? Ach ja, die im Winter zur Jagdzeit benutzt wird. Du sag mal, Rosalie, wird sie wirklich nur im Winter benutzt? Ja, soviel ich weiß. Und zwar vom Spätherbst an, wenn die Entenjagd beginnt. Dann wird sie im Sommer also nicht benutzt. Jetzt steht sie leer. Aber sag mal, Aurélie, woher kennst du die Hütte überhaupt? Wie bist du da hingekommen? Die liegt doch ganz einsam. Ich habe sie zufällig entdeckt, als ich heute Morgen spazieren ging. Heute Morgen? Wann bist du denn da aufgestanden? Du hast gestern Abend so erledigt ausgesehen, dass ich schon mächtig Angst hatte, du kannst heute Morgen überhaupt nicht aufstehen. Ich habe heute Nacht gar nicht in der Herberge geschlafen, Rosalie. Und warum nicht? Ich bin gestern Abend da spazieren gegangen, dann habe ich mich ins Gras gelegt und die ganze Nacht fest durchgeschlafen. Du warst ihm total übermüdet. Ja, wahrscheinlich. Bist du jetzt schön ausgeschlafen? Ich bin putzmunter. Fein. Und an das Wagenschieben wirst du dich bald gewöhnen. Glaub mir, Aurélie. Rosalie, du spielst schon wieder. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht rumtrödeln sollst? Nimm deine Arbeit ernster, sonst passiert noch mal was. Bäh. Na, hast du dich schon an die Arbeit gewöhnt? Ja. Du da, Aurélie, lass den Wagen da stehen und komme mal her. Warum denn, Monsieur Ono? Rosalie hat sich verletzt. Was? Ist es sehr schlimm, Rosalie? Die Hand tut so weh. Ach, Kind. Was sitzt ihr denn da rum? Geht wieder an die Arbeit. Aber haben Sie denn gar kein Herz im Leib? Wer soll sich denn um das arme Ding da kümmern? Ich kümmere mich um Sie. Ihr braucht euch deshalb nicht vor der Arbeit zu drücken. Geht gefälligst wieder an eure Plätze, aber ein bisschen schnell, wenn ich bitten darf. Rosalie, was ist passiert? Was ist los? Ich bin mit der Hand in die Zahnräder gekommen. Um Himmels Willen. Das ist deine eigene Schuld. Du hast wieder einmal nicht aufgepasst. Das ist nicht wahr. Ich habe... Keine Widerrede. Natürlich hast du nicht aufgepasst. Ich habe dich doch vorhin erst dabei erwischt. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, und du, Aurélie, bringst Rosalie jetzt sofort ins Büro. Kannst du laufen, Rosalie? Ja, es wird schon gehen.
Mit diesem Mädchen hat man nur Schwierigkeiten. Was steht ihr da noch rum und haltet Maulaffen feil? Macht, dass ihr an die Arbeit kommt, aber schnell. Tut es sehr weh? Ja, es sticht zu Fuß. Du musst damit zum Arzt. Passieren solche Unfälle eigentlich oft? Ja, ziemlich oft. Was ist denn mit dir los, Rosalie? Ich bin mit der Hand in die Maschine gekommen. Armes Ding, hoffentlich ist es nicht so schlimm. Du musst unbedingt sofort zum Arzt. Ja, aber Monsieur Taruel wird mich ausschimpfen. Ganz egal, was dieser Leuteschinder sagt. Zum Arzt musst du. Alles Gute. Ist Monsieur Taruel wirklich so gemein? Ja, das ist ein Mensch, der kein Mitleid mit uns kennt. Au. Sie hat sich verletzt. Wie ist das passiert? Sie ist mit der Hand zwischen die Zahnräder gekommen. Na, dann zeig mal her. Da. Ja, das könnte aber viel schlimmer sein. Bitte, Monsieur Taruel, ich möchte Rosalie zum Arzt bringen. Ob ein Arzt nötig ist, entscheide ich. Es muss doch aber ein richtiger Verband gemacht werden. Ich glaube, du stellst dich ein bisschen an. Monsieur Bielefranc, der Wagen ist vorgefahren. Nun, hat dich doch nicht so. Das tut aber wirklich sehr weh. Wie konnte das überhaupt geschehen? Du hast bestimmt nicht aufgepasst. Anders ist das gar nicht möglich. Sie muss sofort zum Arzt. Alles andere ist jetzt unwichtig. Halt den Mund. Du hast hier gar nichts zu melden. Verstanden? Die Gesellschaft übernimmt für diese Verletzung keinerlei Verantwortung. Denn ich bin davon überzeugt, dass der Unfall selbst verschuldet ist. Gemein finde ich das. Du hast ein freches Mundwerk. Was hast du hier überhaupt verloren? Geh zurück an deine Arbeit. Pardon. Was wollen Sie, Guillaume? Ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt. Das sehen Sie doch. Monsieur Bielefranc möchte Sie sprechen. Mhm. Ja, Monsieur Bielefranc? Ich habe eben Ihre erregte Unterhaltung mit angehört. Was ist denn passiert? Es ist nicht der Rede wert, Monsieur. Eine unserer Arbeiterinnen hat sich die Hand ein bisschen verletzt. Wer ist diese Arbeiterin? Rosalie, Monsieur Bielefranc. Sieh mal an, die kleine Rosalie. Ja. Bist du schon beim Arzt gewesen? Warum weinst du auf einmal, Kind? Sie ist noch nicht beim Arzt gewesen, Monsieur Bielefranc. Warum schicken Sie das Mädchen nicht zum Arzt, Taruel? Es scheint nötig zu sein. Das habe ich gerade vorgehabt. Ich wollte Rosalie zu Dr. Lucien schicken, Monsieur le Directeur. Tut es sehr weh, Rosalie? Jetzt ist es nicht mehr schlimm. Aber warum weinst du denn so sehr? Weil sie mich überhaupt nicht anschreien. Nun komm, mein Kind. Weine nicht mehr. Hör auf zu weinen und geh schnell nach Hause. Dr. Lucien wird zu dir nach Hause kommen. Veranlassen Sie das bitte, Taruel. Ja, Monsieur, aber ich bin... Haben Sie mich nicht verstanden? Ja, natürlich, Monsieur Bielefranc. Ich werde es sofort veranlassen. Es muss dich aber jemand begleiten, Rosalie. Ja, Monsieur Bielefranc. Aurélie begleitet mich. Aurélie? Ach, das junge Mädchen, das mich gestern angesprochen hat. Ja, Monsieur, das ist sie. Nun, Aurélie, wärst du vielleicht so freundlich und würdest Rosalie jetzt nach Haus begleiten? Gern, Monsieur. Monsieur Bielefranc ist aber mächtig nett zu dir, finde ich. Das kommt wahrscheinlich, weil ich die Enkeltochter von Großmama Françoise bin. Was ist passiert, mein Kind? Großmama! Na, wein nicht, Kleines. Was ist los? Sie ist mit der Hand zwischen die Zahnräder gekommen. Dann musst du sofort zum Arzt, Rosalie. Monsieur Bielefranc hat veranlasst, dass Dr. Lucien bald zu Ihnen nach Haus kommt. Ach, Gottlob. Nun komm rein, Rosalie. Du musst dich jetzt ein bisschen hinlegen. Aurélie, hab schönen Dank, dass du mich begleitet hast. Das habe ich gern gemacht. Gute Besserung. Ich danke dir auch, meine kleine Aurélie. Bitte. Nun komm, Rosalie. Was ist denn eigentlich los, Aurélie? Ach, du bist es, Paul. Um Rosalie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Arzt kommt gleich. Die meine ich doch gar nicht, Mann. Aber ich bin heute in deiner Herberge gewesen und hab Baron nicht gefunden. Das konntest du auch gar nicht. Den habe ich draußen im Wald bei der Hütte gelassen. Bei was für einer Hütte denn? Bei der Hütte, die am Teich steht.
Oh nein, es gibt kein Geld zurück, Mademoiselle. Ich meine ja nicht alles, wenigstens die Hälfte. Auch nicht die Hälfte. Wie soll ich da zurechtkommen, wenn jeder hier ein Bett mietet, das nicht benutzt und Geld wiederhaben will? Es springt sowieso wenig genug dabei heraus. Schließlich ist es deine Sache, wenn du eine andere Bleibe gefunden hast. Aber Sie können mein Bett doch gleich weitervermieten. So einfach, wie du dir das vorstellst, ist das nicht. Das lass dir gesagt sein. Es gibt kein Geld. Das ist mein letztes Wort. Ich habe auch keine Zeit mehr, hier lange rumzustehen und mich mit dir zu unterhalten. Aber ich finde es unrecht von Ihnen, mir mein Geld nicht zurückzugeben. Hüte dich, werde nicht auch noch frech. Perrine kann es gar nicht verstehen, dass die Wirtin ihr die Vorauszahlung nicht zurückgeben will. Sie überlegt, ob sie sich ein Brot leisten kann. Ihre Barschaft ist sehr zusammengeschrumpft. Aber dann fällt ihr ein, dass Baron sicher großen Hunger hat. Sie selbst ist auch hungrig. Und sie geht in den Bäckerladen und kauft ein Brot. Baron! Baron! Baron, wo bist du denn? Er wird doch nicht ertrunken sein. Hallo. Aber Paul. Ich hab gedacht, Baron würde sich hier langweilen. Da wollte ich ihm ein bisschen Gesellschaft leisten. Als ich kam, hat er im Teich gepaddelt. So. Du hast wo Enten gejagt und bist dabei ins Wasser gefallen. Baron kann aber ganz tadellos schwimmen. Such! Apport! Ich hab Apport gesagt, Baron. Hast du nicht gehört? Ach du meine Güte, Paul, es wird ja bald dunkel. Du musst jetzt nach Hause gehen. Deine Großmutter wird sich sonst Sorgen um dich machen. Du sag mal, willst du wirklich in der Hütte schlafen? Ja, ich habe beschlossen, ab heute darin zu wohnen. Ach, das finde ich toll. Ich wünschte, ich könnte auch ganz alleine für mich in der Hütte wohnen. Na, du machst mir vielleicht Spaß. Du hast ein schönes Zuhause, einen Vater, eine liebe Großmutter und Rosalie. Was willst du noch mehr? Die ärgern mich aber alle. Vater sagt immer, ich soll fleißig lernen. Und Großmama sagt immer, ich soll in die Kirche gehen. Na, und Rosalie ärgert mich damit, dass sie immer sagt, soll mich nicht schmutzig machen. Das ist natürlich auch furchtbar. Aber jetzt geh bitte nach Hause, Paul. Und mach keinen Krach, wenn du in euer Zimmer gehst, hörst du? Rosalie wird große Schmerzen haben. Ich bin ganz leise. Du sag mal, Aurelie, darf ich dann morgen wieder herkommen? Na klar, aber verrat keinem Menschen, dass ich hier wohne. Auch nicht meiner Schwester? Ich werde es ihr später erzählen. Wenn du es ihr jetzt sagst, macht sie sich vielleicht Sorgen um mich, weil ich hier allein wohne. Und das möchte ich nicht. Verstehst du das? Na klar, also dann bis morgen. Bis morgen, Paul. Wiedersehen, Aurelie. Wiedersehen, Paul. Bis morgen. Du hast doch bestimmt Hunger, Baron. Ich habe ein schönes Brot mitgebracht. Das essen wir jetzt zusammen. Komm.
Der Abend ist still und friedlich. Perrine teilt das Brot mit Baron und ist glücklich, allein zu sein. Und Furcht kennt sie nicht. Sie weiß ja, dass Baron bei ihr ist, der sie schon so oft beschützt hat. Nach der schweren Arbeit in der Fabrik ist sie müde und freut sich, hier so ruhig schlafen zu können. Schämst dich wohl gar nicht, willst in unsere schöne Hütte pinkeln. Wenn du musst, geh gefälligst raus. Bitte sehr. Erstmal gründlich sauber machen. Das alte Farnkraut muss raus. Was ist denn los? Will uns jemand besuchen, Baron? Nicht so wild. Du reißt mich ja um. Ach, wie schön. Da sind bestimmt Enteneier und die könnte man essen. Aber das darf man nicht, das wäre gemein gegen die Entenmutter. Rühre sie ja nicht an, Baron. Perrine fühlt sich in ihrer Hütte sehr heimisch. Sie soll ihr Zuhause werden. Und deshalb geht's ans Großreinemachen. Weidenzweige sind hervorragende Staubwedel. Baron ist beleidigt und verlässt die Hütte. Und nun soll es ein neues Lager aus Farnkraut geben. Baron, weiter kannst du jetzt nicht mitkommen. Du musst hier bleiben, sei brav. Warte hier schön auf mich. Nach der Arbeit komme ich so schnell wie möglich wieder her. Guten Morgen, Monsieur Fabry. Darf ich mit Ihnen gehen? Gern. Guten Morgen, Aurélie. Jetzt hat sich Perrine schon daran gewöhnt, Aurélie genannt zu werden. Sind Sie heute Morgen schon im Chamonix gewesen? Ja, natürlich. Ich frühstücke doch jeden Morgen dort. Ach, das wusste ich nicht. Haben Sie vielleicht gehört, wie es Rosalie geht? Großmama Françoise hat gesagt, dass sie hohes Fieber bekommen und starke Schmerzen hat. Du musst auch recht vorsichtig bei der Arbeit sein, Aurélie. Ja, aber ich arbeite ja nicht an einer Maschine. Stimmt, aber beim Wagenschieben muss man auch achtsam sein. Na, das geht ja schon fabelhaft. Ja, allmählich gewöhne ich mich dran. Was mache ich denn da bloß? Hey, du da! Hier wird nicht gebummelt. Fahr gefälligst weiter. Ich fahr ja schon.
Hat Rosalie noch Fieber, Großmama Françoise? Ja, ziemlich hohes und große Schmerzen hat sie auch. Aber jetzt scheint sie Gottlob eingeschlafen zu sein, sonst hätte sie schon nach dir gerufen. Dann werde ich sie vielleicht heute lieber nicht besuchen. Das ist sehr vernünftig, mein Kind. Ich halte es auch für besser. Morgen ist das Fieber vielleicht schon wieder gesunken. Dann komme ich morgen. Schön, mein Kind. Perrine ist in großer Verlegenheit. Ihre alten Schuhe kann sie nicht mehr anziehen. Und in der Fabrik barfuß laufen, nein, das tut zu weh. Aber neue Schuhe kaufen, das kann sie auch nicht. Sie hat ja in der Herberge von Madame Bell eine Woche vorauszahlen müssen und hat das Geld nicht wiederbekommen. Es hilft nichts. Sie muss den Schuh selbst reparieren. Ich werde es einfach mal versuchen. Aurélie, bist du schon zu Hause? Hier bin ich, Paul. Hilfst du mir mit Schilf schneiden? Na klar, mach ich doch. Du sag doch mal, Aurélie, wozu brauchst du denn so viel Schilf? Das erzähle ich dir später, Paul. Und warum erzählst du es mir jetzt nicht? Sag mir doch, was das werden soll. Das soll eine Sohle werden. Eine Sohle? Eine Schuhsohle, Paul. Eine Schuhsohle? Die machst du aus Schilf? Ja, ganz recht. Das ist doch Blödsinn. Die ist doch ganz schnell durchgelaufen. Schilf ist viel haltbarer, als du denkst, Paul. Hast du schon mal spanische Schuhe gesehen? Nein, hab ich nicht. Die haben aufgeflochtene Sohlen. Was du nicht sagst. Das wird nichts, Aurélie. Die ist viel zu locker. Du hast ganz recht, Paul. Das wird nicht halten. Die ist wirklich viel zu locker. Ich würde mir an deiner Stelle neue Schuhe kaufen. Das kann ich aber nicht. Du hast wohl keine Moneten. Nein, die habe ich nicht. Um Himmels Willen, Paul, es wird ja gleich dunkel. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Du, Aurélie, was machst du denn jetzt ohne Schuhe? Ich weiß noch nicht. Soll ich die Schuhe von Rosalie holen? Die muss doch sowieso im Bett liegen. Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Aber was willst du denn machen? Willst du barfuß in die Fabrik gehen? Nein, lauf nur nach Hause. Ich finde schon irgendwas. Na dann, auf Wiedersehen. Adieu, Paul, und vielen Dank. Wiedersehen, Baron. Ich muss irgendeine bessere Lösung finden. Da hilft alles nichts, Baron. Das ist besser. Die müsste halten. Ich glaube beinahe, jetzt habe ich genug Schnüre. Baron, ich muss jetzt in die Fabrik. Bitte spiel nicht mit diesen Schnüren rum, hast du verstanden? Ich trau dir nicht so recht, Bürschchen.
Grete, was darf's denn sein? Ich möchte bitte einen halben Meter Segeltuch haben, dazu eine Rolle Zwirn und eine besonders starke Nadel. Bitte sehr, das haben wir alles da, Mademoiselle. Und dann bitte noch einen Meter von diesem blauen Band hier. Mitgebracht. Das ist lieb von dir, Paul. Bist du bald fertig? Ich hoffe, ich habe allerdings erst eine fertig. Oh, die ist aber schön. Hoffentlich passt sie auch. Sie passt. Du brauchst gar nicht Mühe zu machen. Ich habe nachgemessen. Sie passt genau. Weißt du was, Aurelie? Für mich sieht sie ein bisschen klein aus. Sie passt. Ich habe noch einen besseren Schleifstein gefunden. Das ist aber nett von dir, Paul. Den nehme ich, wenn dieser hier nicht mehr gut ist. Leg ihn bitte da unten ins Boot. Na schön. Jetzt müsste es aber scharf sein. Ja, ich glaube, jetzt ist es gut. Toll, Mann. Sei bloß vorsichtig, Oli. Ah, jetzt hast du daneben geschnitten. Oh. Du musst eben ein bisschen besser aufpassen. Geh lieber nach Haus. Du lenkst mich ab, wenn du mir so auf die Finger guckst. Ich will aber hierbleiben, bis sie fertig sind. Ich glaube, dann wirst du vermutlich die ganze Nacht hierbleiben müssen. Dauert das noch so lange? Ich muss sie doch fertig machen, Paul. Was soll ich denn sonst morgen früh zur Arbeit anziehen? Die kann ich doch nun wirklich nicht mehr tragen. Ja, das ist wahr. Das ist noch viel Arbeit, darum muss ich weitermachen. Thank you.
Du, hör mal, Aurélie. Ja? Du hast so schicke Schuhe an. Wo hast du die gekauft? Die habe ich nicht gekauft. Die sind toll. Solche Schuhe sind schon immer mein Traum gewesen. Die trägt man viel in Spanien. Was du alles weißt, da kann man bestimmt auch gut drin tanzen. Und sag schon, wo kriegt man die zu kaufen? Nirgends, ich habe sie selbst gemacht. Das glaube ich dir nicht. Mich kannst du nicht auf den Arm nehmen, also sag es mir schon lieber. Du kannst mir wirklich glauben, ich habe sie selbst gemacht. Da kann ich aber nur staunen. Das muss ich mir mal näher betrachten. Also toll hast du das gemacht. Gib mal den Fuß. Aus der Nähe gefallen sie dir also auch. Hört mal zu, ihr beiden da. Bei der Arbeit wird nicht geschnattert, verstanden? Bis nachher. Ist gut. Nein, Rosalie, du kannst nicht aufstehen. Du musst noch im Bett bleiben. Heute ist dein erster fieberfreier Tag und wenn du jetzt aufstehst, bekommst du bestimmt wieder Fieber. Aber ich langweile mich so. Hast du denn vergessen, was der Arzt gesagt hat? Er hat dir 4 Tage Bettruhe verordnet und das wird genau befolgt. Na gut, dann bleibe ich eben liegen. Aber kannst du nicht wenigstens zu Madame Bell gehen und sagen, Aurélie soll herkommen? Die Fabrik hat doch Feierabend. Sie muss schon längst zu Hause sein. Aurélie muss sich schließlich auch mal um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, Rosalie. Aber du kannst sie doch wenigstens mal fragen. Nein, das kann ich nicht. Du weißt genau, wie voll es um diese Zeit unten im Restaurant ist. Wenn ich ihm nicht helfe, kommt dein Vater ganz schön ins Schwitzen. Ich muss jetzt runter. Das finde ich richtig gemein von dir. Rosalie! Rosalie, bist du wach? Ich bin's, Aurélie. Ja, ich bin wach. Komm rein, Aurélie. Guten Tag, Großmama Françoise. Heute scheint es Rosalie ja besser zu gehen. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Aurélie. Rosalie wird schon wieder übermütig. Sie ist kaum mehr im Bett zu halten. Ich denke, du wirst unten gebraucht, Großmama. Ich verschwinde ja schon. Rosalie ist durch ihre Krankheit ein richtiger kleiner Tyrann geworden, aber das gibt sich bestimmt wieder. Nun geh doch, Großmama. Bin ja schon weg, mein Kind. Hast du noch große Schmerzen, Rosalie? Fast gar nicht mehr. Die Wunde verheilt prima. Hol dir doch bitte den Schemel da drüben her. Ja, mach ich. Du sag mal, du hast ja so fabelhafte Schuhe an, Aurélie. Gefallen sie dir wirklich, Rosalie? Na klar, die sind bestimmt sehr teuer gewesen, was? Nein, die habe ich selbst gemacht. Nicht geschwindelt? Nein. Also da bewundere ich dich restlos, Aurélie. Die haben mich ganze 35 Centimes gekostet. Das glaube ich nur, weil du es bist. Toll. Man darf sie nicht zu nah ansehen. Wenn ich eine Schere gehabt hätte, wären sie noch besser geworden. Na, die hättest du dir doch von Madame Bell ausleihen können. Ach, dann hat dein Brüderlein also wirklich dicht gehalten? Hat er nicht gepetzt? Nein, der Stromer kommt doch nur abends zum Schlafengehen rein. Der spielt seit neuestem immer bis zum Dunkelwerden draußen rum. Er ist immer bei mir gewesen, Rosalie. Bei Madame Bell? Ich bin doch da überhaupt nicht eingezogen. War sie wieder so ekelhaft zu dir? Nein, ich bin nicht zu ihr gegangen, weil ich was Besseres gefunden habe. Ach so, aber das ist doch ganz bestimmt teurer. Es kostet mich gar nichts, nicht ein Centime. Na, gibt's denn sowas? Das ist ja wie ein Wunder. Ich hab dir doch von der Hütte da draußen am Teich erzählt. Ach, du meinst wohl die Jagdhütte? Da wohne ich. Wohnst du da etwa ganz allein? Ja, ganz allein. Hast du überhaupt keine Angst? Woher denn? Ich bin es doch gewohnt, allein zu sein. Und ich hab ja Baron. Aurélie, das hätte ich dir nicht zugetraut. Es ist mir ja auch sehr peinlich, weil dein Vater so lieb war, mir das Quartier bei Madame Bell zu besorgen. Und nun ziehe ich einfach nicht hin. Darüber brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Das geschieht dieser widerlichen alten Wetterhexe ganz recht. Aber ich verstehe nicht, dass du mir nichts davon gesagt hast. Das nehme ich dir übel. Ich wollte es dir ja sagen, aber du hast Fieber gehabt und ich durfte nicht zu dir. Wie sollte ich dir denn da erzählen? Du musst mich unbedingt bald besuchen kommen, aber erst muss ich die Hütte schön eingerichtet haben. Aber wie willst du das machen? Weil es nicht viel kosten darf, mache ich alles, was ich nur kann, selbst. Also, als erstes muss eine Kochstelle her. Ich will mir ja schließlich etwas kochen und Töpfe und Teller mache ich auch selbst. Das finde ich einfach toll. Und du schaffst es ganz bestimmt, Aurélie. Aber ich glaube, es ist besser, du verrätst keinem Menschen, dass du da draußen in der Hütte wohnst, weißt du? Ja, du hast recht. Ich werde es auch nicht tun. Aurélies geheimer Jagdpavillon. Ich finde das direkt romantisch. Heute gibt's endlich Lohn. Ja, endlich. Was machst du morgen am Sonntag? Ich will mir einen neuen Unterrock nähen. Was willst du machen? Mir einen neuen Unterrock nähen. Ja.
Ich bin Aurélie, ich schiebe einen Wagen. Aurélie, 3 Francs und 60 Centimes. Was kostet der billigste Baumwollstoff? Der billigste? Der kostet 40 Centimes pro Meter. Dann geben Sie mir bitte 2 Meter. Aber der für 60 Centimes ist von erheblich besserer Qualität. Danke, der billigste tut's auch. Und geben Sie mir bitte noch Garn dazu. Der neue muss ganz genauso schön werden, Baron. Perrine hat sich vorgenommen, sehr sparsam zu sein, damit sie mit ihrem kargen Lohn auskommt. Und das bedeutet, selber machen, was nur irgend geht.